Wie viele Unsicherheiten wollen Sie in einen Charakter packen? So, ich kann jetzt ein Seminar mir angucken. Diejenigen, die du für die Leitung von Seminaren auswählst, werden die Teilnehmer in ihren besten Fähigkeiten ausbilden. Je höher das Fähigkeitslevel der Person, die ein Seminar leitet, desto mehr Fähigkeitenerfahrung erhalten die Anwesenden durch ihre Teilnahme. In einem Seminar nehmen immer diejenigen teil, deren Fähigkeiten, Fokus und Entwicklungsziele am meisten mit dem Thema übereinstimmen. Studenten mit hoher Motivation nehmen eher an ihnen teil. Okay. Wir hätten... Also wenn ich ein Seminar mache über Schwert und Autorität, würden zumindest Claude, Ignaz und Marianne teilnehmen. Wenn Zeth eins macht über Lanze und Autorität, nehmen immerhin ich, Lorenz und Ignaz teil. An Bogen und Vernunft nehmen immerhin ich, Claude, Ignaz, Lysithia und Leonie teil. Und bei Manuela mit Schwert und Glaube immerhin ich. Ich nehme einfach überall teil oder ich mache selber. Raphael, Ignaz, Lysithia und Marianne. Joa. Also wenn dann ein entweder Hahnemann oder Manuela. Die Sache ist... Was bringt mir mehr? Weil hier ist im Endeffekt gut für mich das Schwert und Glaube für Marianne und ja, irgendwo auch Glaube für Raphael für später. Hahnemann. Ja gut, der Bogen für die drei rechts. Vernunft für die beiden links eher. Ich glaube, ich nehme Manuela. Das passiert, wenn Seminare freiwillig sind. Anwesenheit maximal 20%. So, Manuela, bring uns mal was bei, was nicht mit deinen Brüsten zu tun hat. The glory of progress. I feel like I get it now. Okay. Geil. Motivation hat sich erhöht. Sie haben sich auch Manuela angeschaut. Mercedes hat Geburtstag. Das ist schön für sie. Hey, Teach. Glad you can make it. We've been waiting on you. It seems the Knights have our foes cornered. They are in Xanado, the Red Canyon. It's bandit time? That sounds like real night work. Let's get to it. I'm itching to put my skills to the test as well. We have to win so Captain Gerald can see how much I've learned. I thought Gerald wasn't coming with us. Either way, I'll give it everything I've got. Even if I go, it's not like I'd be of any use. That's enough of that. If we don't work together and give it our all, we are doomed to fail. You can be pretty intense sometimes, Lysithia. But I agree. Let's do our best. Alle, sie sind voller Tatendrang. If we fight half as well as we chatter, we'll be fine. Come on, Teach. Lead the way. Mhm. Ich mach den Gerald-Counter weiter. So, Zeit für unsere Schlacht. Lass mich einmal nochmal zum Marktplatz gehen und zwar in den Laden. Ich kaufe mir nämlich so ein paar Sachen, wären vielleicht ganz gut. Beziehungsweise, wie ist mit unseren Waffen? Das passt noch? Das sollte auch noch passen. Den Goldbeutel kann ich einmal verkaufen gehen. Moment. Okay. Ich nehme... Wait, die Waffen sind im anderen Laden. Ich kaufe dir mal noch eine Eisenlanze. Ja. Du hast noch genug. Hast auch noch genug. Du bist eh mit Magie. Ist eh egal, ist eh egal. Du könntest auch noch eine Lanze vertragen. So, die Frage ist jetzt, kann ich hier noch irgendwas? Nein, wir sind noch nicht freigeschaltet. Schwierigkeit? Normal, glaube ich. Was habe ich eigentlich noch im Vorrat so rumliegen? Kann ich unter Verkaufen sicher sehen, was ich da noch rumliegen habe. Tja, ein Stahlschwert hätte ich sogar noch. Das könnte ich mir gleich vielleicht mal schnappen. Hilda.
Schnapp du dir nochmal einen Truhenschlüssel, weil ich meine, auf der Karte war eine Truhe. Beziehungsweise ich glaube, ich kann eh gleich nochmal auf den Markt, wenn da doch nochmal was war. Ich überlege, ob ich den vielleicht noch ein Schild mitgebe, dem einen oder anderen Charakter. Der gibt ja noch ein bisschen Gewicht dazu. Ach ja, stimmt, wir haben Unterstützung, ne? Lorenz und Marianne. Wie sieht's denn mit der Geschwindigkeit aus? Du hast 9. 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9. Ich könnte Leonie noch ein Schild geben für etwas mehr Verteidigung. Hilda könnte auch sicher eins nehmen. Du kämpfst eh nicht an vorderster Front, also ist es egal. Du eigentlich auch nicht. Du hast ein Schild. Du könntest auch einen gebrauchen. Also Hilda, Leonie und Lorenz. Ein Lederschild oder den Schild? Nimm du mal eher den hier noch. Den anderen beiden, glaube ich, die hatten ein bisschen mehr Verteidigung. Das heißt, die können auch nochmal ein Lederschild nehmen. Beziehungsweise wir machen es anders. Raphael kriegt den Eisenschild. Und gibt den anderen Schild einfach weiter. Inventar. So, Raphael, gib mal Leonie deinen Schild. So. Einmal ausrüsten. Du hast ihn sogar schon ausgerüstet. Ausrüsten und hast sogar schon. Okay. Dann sollte das schon mal passen. So. Lorenz und Marianne. Hello, Marianne. You're well, I hope. I am, Lorenz. Thank you. I cannot help but notice you do not look it. Is that so? I feel fine. Yep, very fine. Was there something you needed? How unseemly of me. My apologies. It is not my intention to stare. Does something about me seem off? Oh, not at all. I was just remembering your father, or rather, comparing my experience of him to you. Not awkward at all. Your father, Margrave Edmund. He is one of the shrewdest nobles in all the Alliance, with a noted gift for pointed speech. On and beyond the battlefield, his words have the power to move friend and foe alike. My own father has said he would not want to make an enemy of him. Naturally, I am of the same mind. Your father is blessed with gifts of confidence and eloquence. Yet compared to him, you seem always reticent and downcast. I'm sorry, I don't mean to cause you discomfort. It's just that the contrast between you and your father is striking. I have very little in common with my adoptive father. But he sent you to Garrick Mach. Clearly, he sees potential in you. I think I see it too. Yes, a certain charm, gravitas, if you will. Just like him. Ah. Oh. I can't say that I know too much about him. I should be going now. Yes, of course. Please, take care. Oh, such grace, such serenity. How could such a beauty be hiding in plain sight? With a little polish, she would shine magnificently. Schon ein bisschen creepy. Okay. Dann können wir einmal speichern und dann würde ich sagen, auf zur Mission. Schlacht im Roten Canyon. So, nach dem Übungskampf erhalten die Studenten ihre erste Mission. Sie sollen die Ritter des Ceres zum Roten Canyon begleiten, um dort eine Diebesbande zu erledigen. Dies wird ihre erste richtige Schlacht sein. Let's go. Ah ja, ich hätte hier gespeichert. Das Gespräch war schon ziemlich awkward. Wenn eigentlich nur einer redet und die andere so, ich will hier nicht sein. Darf ich lieber nicht bei meinen Pferden sein? Die sprechen nicht so viel mit mir.
So, we are taking children into battle, are we? I am not certain I will be able to sleep soundly after beholding something like that. I shall allow you to turn back the hands of time. But no, this power is not infinite. So, drücke in der Spielerphase ZL, um einen göttlichen Puls auszulösen. Die Anzahl, wie oft du den göttlichen Puls einsetzen kannst, wird am Ende der Schlacht wieder zurückgesetzt. Jo. Sollten wir also mal verkacken, können wir so einen Zug rückgängig machen. Und, ja. Alles nochmal halt. Zumindest, ich glaube, ziemlich viel auch wieder resetten und dann ist wieder alles okay. Jo, da ist wirklich noch eine Truhe auf dem Schlachtfeld. Die können wir uns dann später noch holen. Ich glaube, die Einheiten können wir eh alle mitnehmen. Jo. Ja gut, dann. Wir haben alles, was wir brauchen. Let's go. So this is the Red Canyon. Doesn't look red to me. Anyway, let's get things started. Looks like the thieves have been driven back. That's what we last heard, so no surprise there. The knights chased us all the way here? Oh no, it's Costa again. Chief, let's get out of here. There's no way we can win against them. Shut your dumb mouth! Where would we go at this point? You can't be a thief if you fear death! I hear there's a back road to the west. How about we split up and attack from there and from the front? We may be able to corner the enemy by approaching from both sides. In any case, we need to cross the bridge first. I'll leave the details to you, Teach. Okay. So. Schauen wir mal. Ist das überhaupt ein Grasbüschel? Ja. Da ist ein bisschen mehr Verteidigung. Let's get to it. Ready anytime. Hast du eigentlich ein Schwert? Nein, ich sollte dir vielleicht mal ein Schwert geben, wenn du Schwert auch nebenbei levelst. I got this. So, du kannst dich da schon mal hinstellen und die Gegner mal mit deinen Eisenpanzerhänden anlocken. Who, me? Der Rest kann sich mal so ein bisschen drumherum stellen. Und Hilda darf gleich nochmal vielleicht mal angreifen und sich noch ein Level abholen. I stand ready. Aber ich würde behaupten, wenn in der Schlacht hat Raphael wahrscheinlich schon Level 5. Ready and willing. Okay, man kann den Gegner auch einfach ins Gesicht treten. So. Du hattest neuerdings Heilmagie auch, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und du hast Purgativ, das heißt Heilung aus Entfernung, ne? Mmh. Nice. So. Du hast auch noch Level 2, das heißt... Nosferatu reicht zwar nicht, aber ich mache zumindest Schaden. Sogar schon Level 4 sehe ich gerade. Wait, wer ist noch alles Level 3? Und du bist Level 2. Machen wir mal mit... Jeder darf einmal so einmal draufhauen. Oh, perfekt. Ein KP runter. So funktioniert Schwächen. So funktioniert aber nicht Level Uppen. Zurück in die Schule mit dir, Claude. Endlich mal ein Level Up für dich. I was planning to just sit back and watch, but hey, I got one. Okay. So. Und du hast den auch mit dem I call that a win. This is what I've trained for. Irgendwie habe ich jetzt noch erwartet, dass dir irgendwas mit Captain Gerald sagt. Aber es kam nichts. Wissen, dass er mich da trifft. Bogenschütze? Ja. Gehen wir einfach nur einen Schritt zurück und warten auf die eben. Wäre eigentlich die zweitbeste Verteidigung. Das ist 8 und 8. Wobei, nee, Moment, ich muss auf Schutz gucken, nicht auf die Verteidigung. Das ist immer noch 8. 8 und du bist 11. Yikes. Aber hier kommt der dann nur hin, ne? Du hattest 8, ja. Der hat 14, also 5 Schaden macht er dir.
als er trifft. Schauen wir einfach mal. Dann noch einen Bogenschützen zur Unterstützung dahinter. Und der Rest, ja, kann wir warten. Oh, mal zwei. Ja gut, Diebe sind dann meistens noch ein bisschen fixer unterwegs. Die können dann ein bisschen schneller zuhauen. So, jetzt haben die sich leider nur ein bisschen doof dahingestellt. Heißt, wir dashen mal nach vorne und greifen mal so ein bisschen an. Dass wir zumindest alle bis auf einen weghauen. Dich könnte ich zumindest ganz besiegen. Das wäre vielleicht sogar... Aber nicht schon wieder mit Raphael. Wo sind meine Level 2 Charaktere alle? Kommst sogar dran. Und sollte reichen. Nice. Oh, Bataillon Level up. Oh, Treffer plus 6. Also plus 1, weil vorher war plus 5. So, ihr habt's alle. Na, wobei, du tust ja auch ziemlich weh. Kann ich den Bogenschützen erstmal angreifen? Könnte ich auch ziemlich weh tun. Problem ist nur, jetzt kommt keiner mehr da hinten an den Dude ran. Das heißt, der wird mich wohl angreifen. Außer stell mich einfach mal hier zum Abblocken hin. Ja. Und du boxst den schon mal an. Yes. Kann Leonie nämlich gleich umhauen, nachdem sie einmal geheilt wird. Yes. So nice of you. Nice. Auch nice. So. Yes. I'll celebrate later. Oh, mehr Verteidigung. Perfekt. Direkt gleich dann weniger Schaden nehmen. Ist noch 3x2. Alle mal schön hinterher. So. Kommen sie her. So. Wer möchte den umhauen? Wer ist noch Level 2? Ignaz, Hilda und Lorenz. Ich ziehe dich schon mal da oben hin. Dann kannst du den nächsten schon mal anlocken. Schaden machst du. Ja. Wenn Ignaz den anschwächt, dann sollte das klappen. Oh, nice. D auf D plus bekommen. D? Was? Nein, Bogen auf D plus. Macht im Endeffekt, glaube ich, dass ich bessere Trefferrate habe, ne? Treffer plus 8, Ausweichen plus 8 und kritisches Ausweichen plus 6. So. Dann bitte einmal treffen und besiegen. Perfekt. Erstmal die Brücke blockiert. Tja, was dürfen so viele Leute auf dieser Brücke stehen? Yo, richtig gutes Level Up. Aber es dürfen so viele stehen. Das ist wie bei diesen Aufzügen immer, wenn da draufsteht, drin steht, ja, maximal, keine Ahnung, 26 Personen. Und dann ist das so ein Aufzug, wo du dir denkst, 6 Personen da drin wären ja schon mutig. Wie sollen da bitte 26 reinpassen? Wer muss denn noch? Achso, ich! Hab gar nicht gesehen. Oh, da kommen die Nächsten. Die sind geil auf mich. Du, das ist der da, ne? Der kommt bis dahin. Dein Bataillon? Oder weswegen? Nein, Moment. Hm? Wofür steht dieses Symbol, was er da hat? Da irgendwas? Hm.
Nee, der da hat ein Bataillon. Der hat diese kleinen Pfeilchen da dran. Weißt du zufällig, wofür dieses Plus steht, was er da hat? Da rechts neben sich. Der da. Ah! Ah! I see. So. Das kann erstmal Raphael wieder zum Anlocken verwenden. Ja, aber nimm mal. Aber wenn ich die Eisenaxt nehme, ne? Krieg ich doch safe 2 Schläge in die Fresse. Und wie viel Angriffsgeschwindigkeit hast du? 9. Dann ist es scheißegal, was ich verwende. Er doppelt mich so oder so. Heißt 14 Angriff. Macht mir 3x2 Schaden. Da habe ich mehr Stärke. Aber meine Trefferrate geht hart runter. Und außerdem hat er ein Schwert. Ne, dann bleibe ich bei meinen Fäusten. So, du hast einen Angriff von 16. Ui. Dann stelle ich doch lieber mich selbst mal da rein. Zum Abwehren. Leonie dahin. Du gehst da noch mit hin. Dahin. So. Einfach schön hier überall verteilen. Jo, das war voll in Ordnung. War cool. Nice, er hat seine Klasse gemeistert. KP plus 5. Und mehr Schutz und Resilienz. Resilienz? Heißt das so? We stole this treasure. It's all ours. There's no way we're gonna give it up to some knights. Let's think carefully. Oh no. Setzen ihr Strategem ein? Ist das so? Und verfehlen einfach. Richtig unepisch. Oh, da kommen schon die nächsten. Muss ich mich schnell um die alle hier unten kümmern. Dude, du hast echt hart verkackt, weißt du das? Ui. Klaut er dem aber ordentlich die Fresse polieren. Nice. Klasse auch gemeistert. Und auch KP plus 5. Hast du die Fähigkeit eigentlich automatisch mit drin? Ja. Du kriegst zwar die KP nicht direkt geheilt, die du quasi gerade dazu bekommen hast, aber... passt schon. Ja, ach guck mal, die droppen sogar einen Truhenschlüssel. Hätte ja keinen kaufen müssen. Bataillon zum Angriff! Und alle laufen dran vorbei. Um eine Truhe oder eine Tür zu öffnen, benötigst du den passenden Schlüssel und musst dich daneben stellen. Daraufhin erscheint ein entsprechender Befehl. Die Fähigkeit Schlossknacker ermöglicht deiner Einheit, Truhen und Türen ohne Schloss zu öffnen. Ohne Schlüssel zu öffnen. Irgendwas ohne Schloss zu öffnen wäre noch interessanter. So, dann gehen wir erstmal zu dem hier und schwächen den auch nochmal ein bisschen an. Das kann Raphael nämlich echt gut mit dem Anschwächen. Und so viel Schaden nimmt er nur nicht einmal. Richtig cool, der Dude. Und er ist noch nicht mal ein Dude. So. Aua. Ignaz. Schwäch den mal an. Danke. Dann... du kannst den aus dem Weg räumen. Yes. Und du bist ein bisschen weiter weg. Hilda kann nämlich an den hinteren auch sicher noch dran. Du kannst ihn auch einfach ganz besiegen. Da kriegt Hilda leider nichts ab. Wobei, sie könnte. Nice. Perfekt. Dann haben wir hier wieder alles aus dem Weg geräumt und können auf die nächsten drei da oben warten. Aber... Raphael braucht ein bisschen Heilung. Sorry. Und Lysithia. Jo. Is it ready to fight? Also ich habe mich schon wieder vergessen. Ich übersehe mich einfach ständig. Dass ich noch nichts gemacht habe. Außer ausweichen einmal. So. Die Reichweite haben wahrscheinlich jetzt der Bogenschütze. Okay, dann stellen wir uns mal einmal kurz außerhalb seiner Reichweite hin.
Wer darf den Angriff abfangen? Am besten jemand, der vielleicht noch kontern kann. Ist nämlich nur eine Angriffsgeschwindigkeit von 3. Und 14. Welcher Fernkämpfer hat denn die beste Verteidigung, die ich habe? Wahrscheinlich Claude, ne? Ja. Kommt Claude? Ja. Wobei, wir gehen mal woanders hin. So. Stell dich mal dahin. Perfekt, und dann greift er jetzt gleich Claude an. Yes. Was? Na doch. Mit hier gedrückt. Nice. Wait. Ich komme gar nicht dran. Hat der einen mehr Reichweite als ich? Oh. Ja, der hat eine Fähigkeit, dass er einen mehr Reichweite hat. Das habe ich nicht gesehen. Okay, Hilda. Kannst du ihm die Fresse polieren? Könntest du, ja. Aber ich muss ein bisschen vorbereiten, damit du polieren kannst. Kriegst du 16 KP abgezogen? Mit dem Spalter, ja. Oder ich bereite mit Claude ein bisschen vor. Ja, das wäre sogar besser so rum. So, und Hilda. Denn ihr wisst es zwar noch nicht, aber Hilda hat eigentlich einen Putzlappen oben an ihrer Axt dran gepackt. Deswegen kann sie anderen so gut damit die Fresse polieren. Sie muss ihnen nur die Axt ins Gesicht rammen. Oh, nice. So, kommen beide dran? Nee.